Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Wieso habe ich vor langen Leitern immer das Gefühl, dass ich da gleich oder geschubst werde? Herzlich willkommen bei Folge Nummer 2 bei Resident Evil End of Zoe. Momentan ist sie vor uns auf dem Sofa. Also, das ist noch nicht das Ende. Wir kümmern uns jetzt hier um diesen frechen Alligator. Das kümmern wir uns gar nicht, weil wir können hier einfach so. Schleichen. Schleichenderweise schleichen. Knack. Knack! Ab, der Kopf. Der bricht ihm nicht einfach das Genick, der reißt gleich den ganzen Kopf ab. Da ist noch einer. Das sind zwei. Oder? Ja. Ist das einer? Nee, das sind zwei. Nee, das ist einer. Diese doof. Da reiß ich dir den Kopf ab, du dein, du dein. Ich mach eine Made. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Sinnigste ist, was man tun kann in dieser Situation. Maden einsammeln. Zu vergessen. So was. Nicht mit. Ich krieg einen Speer. Ich krieg einen Speer. Wurfspeer. Nö. Weißt du was? Nö. Fäuste. Ich mach doch hier keine Zielübung, wenn ich so einen tollen Speer habe. Ich habe schon die zweite Puppe, ich bin unbesiegbar. Da kommt mich hier mit Wurfsperren. Nochmal speichern und noch eine Boxerpuppe. Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar, ich habe eine Boxerpuppe. Sagen, oh, ein Waschsalon. Ne, ist gar kein Waschsalon. Okay. Der Raddampfer. Verdammt, ihr macht es einem echt nicht leicht. Warum sollte man auch? Halt, stopp. Ich wollte mir gleich eine Medizin herstellen. Hallo, Medizin herstellen. So, dreimal Medizin. Ach, was, du? Ernsthaft, kann ich dich besiegen? Du hältst dich besser, Herr. Keine Probleme mehr. Ja, ich glaube doch. Flusskrebs.
klar. Der steht doch bestimmt wieder auf, sonst hätte man ihn jetzt zerstampfen können. Siehste. Was? Ich will nur wissen, wer das ist. Und warum muss ich schon wieder durchs Wasser? Haut er ab. Ach, wieder was zum Speichern. Okay. Noch eine Boxerpuppe. Voodoo Boxerpuppe. Na ja, komm, den. Bevor wir nochmal gegen den kämpfen müssen. Aber jetzt ist er. Auf dem Weg nur zurück quasi zu Zoe, das will ich natürlich nicht mit dem Wurfspeere. Oh, ein Legator. Jetzt muss ich dich mit dem Wurfspeere besiegen. Reicht das schon? Ja, reicht anscheinend schon. Und kriege ich den Speer zurück? Nein, kriegt man nicht zurück. Weltklasse. Alter! Echt jetzt? Da ist noch einer. Anstatt die jetzt ja wieder rauszuziehen, ne? Vor allem jetzt habe ich nur noch einen. Ich glaube, ich muss. Ach, da oben neue holen, okay. Und soll ich noch einmal Heilung nehmen? Am besten ja, ne? Euch boxe ich kaputt. Genauso. Ich glaube, ich nehme einmal Heilung. Das berühmte auf die Finger gießen und alles ist wieder gut. Dann ist doch schon wieder einer. Alligatorjagd hier. Da ist noch einer. Ernsthaft? Vor allem, die sind auch alle mutiert. Die haben alle so die Blasen und I und sowieso und überhaupt. Ganz ekliges Zeug und so. Okay. Der dritte kann ich bestimmt nochmal speichern. Ach, okay. Jetzt bin ich von auf der Rückseite von der Hütte. Da habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Tür ist. Ach klar. Aber speichern. Eben kurz gucken. Reicht noch nicht für die zweite Folge. Also noch weiter. Wieso habe ich vor langen Leitern immer das Gefühl, dass ich da gleich runtergeschubst werde? Metallschrott. Was soll ich denn mit Metallschrott? Mal gucken. Was kann ich mit Metallschrott machen? Kann nicht alleine verwendet werden, aber für was steht auch nicht da.
Wieder fast schon speichern. Und? Erste Hilfe. Alles klar, hier gibt es also wieder einen kleinen Bossfight oder sowas. Nochmal speichern, das ist... Ja, Hauptsache man kann speichern. Wo ist der Puppe? Unbesiegbarkeit. Da hinten ist dieses riesige Tor. Ast. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich kann mir bestimmt Speere damit anfertigen, ne? Ja. Selber Speere bauen. Sehr gut. Jetzt habe ich einen Speer. Alter. Zwei Speere verschwindet, ne? Oh. Ich dachte, ich kann sagen, ich habe doch gerade noch irgendeinen Pfeil gesehen. Nicht einen. Oh Gott, ja. Ja, Nomade, super. Noch einer von denen. Alter. Völlig backfrei. Ja, da ist Metallschrott. Achso, man hätte auch da durchgehen können. Okay. Also nach versteckten Wegen suchen. Verstanden. Nein. Okay, ich will noch nicht nach unten. Ich will noch auf die in diesen anderen Gang rein, da hinten hin. Alles klar, hier gibt es noch ein bisschen mehr Zeug. Ich will aber erstmal diese ganze Etage haben hier. Einfach mal das Rückgrat zertritt. Oh, um Gottes Willen. Okay. Da stand noch ein Speer, den nehme ich. Und da unten muss ich hin, definitiv. Nochmal Metallschrott. Alles klar. Also nur zum. War nur zum Gucken. Dass man da unten hin muss. Alles klar. Er ist übrigens der langsamste Jogger der Welt. Ich stehe direkt neben dir, aber man leuchtet dich mit der Taschenlampe ins Gesicht. Ist aber egal. Lass dich nicht beunruhigen davon.
Metall schaut. Aber keine Äste. Nochmal Metallschrott, Alter. Ich mach bald Schrottplatz auf. Wie wär's, wenn er mal in diese Taschen reinguckt? Das wäre doch mal eine Idee. Nur so als Tipp. Mich durch. Wenn du so, schon so vor mir auf die Knie gehst. Halt. Bein ab wollte ich eigentlich nicht. So, noch einer ohne Fahrkarte hier. Auf unserem Vergnügungsdampfer. Hä? 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 Keiner. Okay. Erste Hilfe. Gut. Erste Hilfe. Ich weiß, das Offensichtliche, aber hier ist ein Speer. Es ist extrem wichtig, einen Speer zu haben. Wegen der Alligatoren. Und wer zum Teufel das auf so ein Schiff transferiert und nagelt das dann zu. Dann auch noch so beknackt. Da unten ist noch eine Püppche. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass wenn ich das gleich da nehme, dass hier wieder die Hölle reinbricht. Deswegen speichern. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.